Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School habe ich ein bisschen Eishockey-Prominenz bei mir. Die Kapitän der deutschen Damen-Nationalmannschaft ist bei mir, Julia Zorn. Und Julia hat mir gebeten, ihre Schlittschuhlaufen ein bisschen zu analysieren. Julia, wo hast du momentan die meisten Probleme? Naja, also ich war früher mal Torwart, das heißt, ich habe Schlittschuhfahren eigentlich nicht wirklich gelernt. Und ich merke, dass mein Abdruck einfach nicht so ist, wie er sein könnte. Und da würde ich gerne dran arbeiten. So, dann gehen wir jetzt auf Mais, schauen uns das an und dann werde ich ein bisschen Arbeit vor mir daheim haben, alles ein bisschen schneiden und das richtig gut analysieren. Jetzt geht's los! So, ich bin jetzt daheim und werde gleich die Analyse machen. Videoanalyse ist nicht nur für Profis oder Nationalspieler, sondern auch wirklich ein gutes Werkzeug für jeden, der schnell seine oder ihre Technik anschauen möchte und es verbessern möchte. Weil ich weiß selber, wenn ich Videos für euch drehe, sehe ich nie so aus, als ich denke, dass ich aussehe. Und das Gute noch dazu ist, dass die Profis die gleiche Fehler machen wie die Anfänger. Nur einfach nicht ganz so ausgeprägt. So, schauen wir den Start zuerst von hinten an. Die dreht ihr rechtes Bein, ihr rechter Schlittschuh nach außen und stoßt gleich ab. Das nennt sich den Turn-and-Go oder Push-and-Go-Start. Früher haben wir den Spieler beigebracht, das linke Bein nach außen zu drehen, das rechte Bein nach außen zu drehen in eine Art V, den V-Start, die zwar sehr schnell ist, nur die Frage ist, wann benutzt man das überhaupt im Spiel? Ich kann an keine einzige Situation denken. Von daher, Turn and Go, einfach besser. Legt sie los. Gehen wir ein mini bisschen zurück. Hier haben wir ein gutes Bild. Ich zoome rein. Jetzt werde ich eine Linie durch ihre Mittelachse schneiden. Ungefähr hier. Und man sieht, dass ihr rechter Schlittschuh diese gedachte Linie gut überquert. Das ist wichtig für mich zu sehen, dass sie eine gute Erholung in ihr Schritt hat, dass sie ihr Beine komplett wieder zur Mitte bringt. Die Beine beim Vorwärtslaufen sollen tatsächlich diese Mittelachse überqueren. Dann hat man einen richtig schönen langen Schritt. Schauen wir das uns auf der anderen Seite an. Hier ist ungefähr Schluss mit dem linken Bein. Und jetzt schneide ich wieder eine Linie. Ihr Schlittschuh berührt gerade so diese Mittelachse. Jeder hat ein stärkeres Bein und ein schwächeres Bein. Es ist wichtig, immer zu versuchen, gleichmäßig zu laufen. Hier könnte die Erholung bei ihrem linkes Bein einfach ein bisschen besser sein. Wenn ihr Schritt 5 cm länger wäre, würde sie einfach 5 cm mehr an Power gewinnen. Und jetzt schauen wir uns das von der Seite an. So, hier ist die Julia gleich beim Start. Was sie gern hätte beim Start, ihr rechtes Bein hier ist ihr Abstoßbein. Und ich hätte gern, dass sie ein bisschen mehr in der Hocke wäre, dass sie ein bisschen mehr Gewicht auf diesem Bein hätte. Dann würde sie bei diesen allen wichtigen allerersten Schritt ein bisschen mehr Power haben. Abstoß. Wichtig ist beim Abstoß, dass man versucht, sich wirklich nach vorne zu schmeißen und dass man schaut, dass man nicht gleich zu aufrecht wird. Hier habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen hochkommt. Es wird wichtig für die Julia sein, immer zu schauen, dass sie so tief wie möglich bleibt. Schauen wir uns ein bisschen weiter an. Jetzt fängt sie an, aus meiner Sicht, tiefer in der Hocke zu gehen. Man sieht auch, was sie sehr gut macht. Sie hat eine sehr gute Streckung im Bein. Das ist immer wichtig. Das heißt für mich einen kompletten Schritt. Das ist sehr gut. Und jetzt fängt sie an, tiefer zu gehen. Ich möchte, dass sie die ganze Zeit tief bleibt. Letzten Punkt hier. Man sieht hier,
dass ihr Ferse etwas hoch ist. Nun, das kostet die zwar nichts an Power, nur desto höher man die Ferse bringt beim Schlittschuhlaufen, desto länger dauert es, bis sie wieder auf dem Eis sind. Und das kostet ihr einfach ein bisschen Zeit pro Schritt. Man soll einfach versuchen, die Schlittschuhe so nah wie möglich ans Eis wieder in der Mitte zu bringen. Hier tut sie einfach ein kleines bisschen anfersen. Und jetzt schauen wir uns das von vorne an. Hier werde ich einfach die Arme anschauen. Schlägerhand ist wirklich direkt nach vorne. Das ist wirklich super. Es ist nicht einfach, die Arme direkt nach vorne zu bringen, wenn man seitlich mit den Beinen abstoßt. Wir wollen trotzdem, dass die Arme möglichst nach vorne schwingen. Direkt nach vorne ist für mich ein bisschen utopisch. Aber dass die nicht zu sehr seitlich pendeln, das macht die Julia hier richtig, richtig gut. Schau mal die andere Seite an. Hier sieht man, dass ihr linkes Arm ein bisschen zur Seite geht, aber das ist für mich völlig normal. Viele Spieler pendeln wirklich seitlich mit dem Arm. Hier macht die Julia das wirklich sehr, sehr gut. Die Arme pumpen richtig gut hier. So, den letzten Punkt, den wir uns anschauen, ist Julias Oberkörperwinkel. Hier läuft sie ganz normal. Und hier haben wir auch ein gutes Bild. Jetzt zeig mir einfach ein paar Linien auf. Ich versuche hier einen 90 Grad Winkel zu machen. Und jetzt zeig mir eine Linie ihr Rücken entlang auf. Und ich würde sagen, dass diesen Winkel hier ungefähr 45 Grad ist. So, der Schlittschuhlauftheorie sagt, dass der optimale Oberkörperwinkel beträgt 52 Grad. So, ich halte einiges vom Theorie, aber nicht alles. Und mir ist es wirklich wurscht, ob es 50 oder 54 Grad ist oder 49. Nur, ich denke, wir wollen nicht zu sehr davon abweichen. Das Problem ist, dass wenn der Oberkörper zu weit nach vorne geht, es ist schwer wirklich nach außen abzustoßen. Die Beine tendieren ein bisschen zu sehr nach hinten. Und wenn man zu sehr nach hinten abstoßt, dann hat man ab und zu mal den Tendenz, das Eis nicht so gut greifen zu können und wegzurutschen. Das andere wichtige Punkt ist, dass wir wollen so viel Gewicht wie möglich wirklich über unsere Gesäß haben, desto weiter der Oberkörper sich nach vorne lehnt, desto schwieriger es ist, diese Oberkörpergewicht wirklich über das Gesäß zu haben. Von daher würde ich die Julia einfach empfehlen, ihr Schultern ein kleines bisschen nach hinten zu ziehen. Es wird ihr Winkel gleich ändern und dann hat sie das Problem hier gelöst. So, wir haben jetzt ein paar korrektive Übungen gemacht und schauen wir die Verbesserungen an. Den Schritt ist viel länger, die Beine kommen viel besser zur Mitte, die Fersen bleiben richtig schön nah am Boden, damit sie sich nicht so viel Zeit kostet. Es mag vielleicht zwar ausschauen, dass sie ein kleines bisschen seitlich pendelt. Das ist ganz normal, weil sie es nicht bei voller Geschwindigkeit macht. Ziel würde jetzt für die Julia sein, dass sie diese Technik bei voller Geschwindigkeit beibehalten kann. So, das war's zum Thema Laufanalyse heute bei Marcel's Hockey School. Vielen Dank an die Julia, dass ich ihren Laufstil für euch analysieren dürfte. Wer ein Instagram-Konto hat, schaut, dass ihr sie folgt, @zornj7. Und wir haben auch Videos von ihrem Rückwärtslaufen, Übersetzen und Bogenfahren gedreht. Also vielleicht werden wir eine kleine Serie daraus machen. Ansonsten, ich hoffe, dass ich euch auch motivieren könnte, ab und zu mal die Kamera rauszunehmen und zu schauen, was macht ihr gut? Und was müsst ihr dann verbessern? Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.